Mein Tag in Koblenz startete an der Liebfrauenkirche. Sie war vom Spätmittelalter bis zur Französischen Revolution die Hauptpfarrkirche der Stadt. Mit ihren Zwiebeltürmen prägt sie noch heute die Silhouette von Koblenz. Ebenfalls sehenswert ist die Historiensäule mitten auf dem Görresplatz. Der Brunnen mit seiner hochaufragenden Säule erzählt in 10 übereinander dargestellten Szenen die Geschichte der Stadt. Anschließend ging es für mich weiter zum Jesuitenplatz mit dem schlossartigen Jesuitengymnasium und der ehemaligen Jesuitenkirche, die heute schlicht Citykirche heißt. Dann kamen endlich Rhein und Mosel in Sicht, denn ich war an deren Zusammenfluss am Deutschen Eck angekommen. Winzig klein kam ich mir vor im Vergleich zum hochaufragenden Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. Kurz nach seinem Tod entstand die Idee, ihm ein Denkmal zu setzen. Kaiser Wilhelm II., sein Enkel, wählte hierfür das Deutsche Eck als geeigneten Ort aus. 1897 konnte das Denkmal dann feierlich eingeweiht werden. Könnte Kaiser Wilhelm den Kopf ein wenig nach rechts wenden, so käme die Festung Ehrenbreitstein auf der gegenüberliegenden Rheinhöhe in seinen Blick. Seit Juni 2010 ist es ziemlich einfach, dorthin zu gelangen, denn seit dieser Zeit verbindet eine Seilbahn die Altstadt mit dem Plateau, auf dem die Festung Ehrenbreitstein steht. Imposant und mächtig ragt sie auf. Die massige Festung hoch oben auf dem Fels und überragt den Zusammenfluss von Rhein und Mosel um 118 Meter. Die Größe der Festungsanlage erschlägt einen zunächst. Ihre Ursprünge lassen sich bis in die Zeit um das Jahr 1000 zurückverfolgen, doch ihre heutige Gestalt erreichte sie in den Jahren 1817 bis 1828, als sie deutlich ausgebaut wurde und anschließend als uneinnehmbar galt. So entstand eine der größten Festungsanlagen Europas. Auch heute noch beeindrucken die dicken Mauern, Tunnel und Tore. Und nur dank des kleinen Faltplans konnte ich mich immer wieder orientieren und habe mich nicht hoffnungslos verlaufen. Jeder, der die Festung besucht, landet früher oder später auch auf dem oberen Schlosshof, der einen unglaublichen Blick auf Mosel und Rhein ermöglicht. Zudem bietet das Landesmuseum Koblenz immer wieder wechselnde Ausstellungen an. Das Kombi-Ticket mit Seilbahnfahrt und Eintritt zur Festung ist mit aktuell 17,90 Euro für einen Erwachsenen nicht wirklich günstig. Doch gibt es auch diverse Ermäßigungen und meiner Meinung nach wird einem für das Geld einiges geboten. Wer wie ich auch noch eine Schifffahrt unternehmen möchte, kann zudem ein Kombi-Ticket erwerben, das zusätzlich eine einstündige Tour mit einem der Ausflugsschiffe beinhaltet. Für Seilbahn, Festung und Schiff werden dann aktuell 23 Euro fällig. Unternommen habe ich, weil es zeitlich gut gepasst hat, die Altstadttour mit dem Deutschen Eck, dem Weindorf, dem Kurfürstlichen Schloss, der Festung, der Insel Niederwerth und Wallendar und der Koblenzer Altstadt. Doch alternativ wird auch noch eine Schlössertour angeboten. Das ist das Florin-Church. Anschließend war es auch schon wieder an der Zeit, das wirklich sehenswerte Koblenz zu verlassen und die Heimfahrt anzutreten. Wirklich schade, aber gegebenenfalls komme ich auch noch einmal wieder.